Ja Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario 3D World. Mittlerweile stehen nur noch eine Handvoll, ich wollte gerade Welten sagen, natürlich von Leveln aus. Und ja, die werden natürlich nicht einfacher. Ganz im Gegenteil, ich weiß ganz genau, was heute auf uns zukommen wird. Und das ist alles andere als schön. Und wir gehen weiter zu Weltblume-8. Hektik in der Wolkendisco. Also gefühlt in jedem Level irgendeine Hektik oder Panik oder whatever. Allerdings dieses Mal wieder nicht mit der Zeit, sondern ganz im Gegenteil. Jede Sekunde switcht das Teil. Sonst glaube ich alle 5 Sekunden, aber jetzt, ja. Erfordert natürlich jede Menge Präzision. Und was spikes man da dabei? Och nö. Ja, maximales Abfuck-Potenzial. Aber mit Tanuki müsste das relativ gut klappen. Ich meine, ich hätte noch im Notfall... Okay, da wäre Peach sogar als relativ guter Charakter. Ja gut, ich habe jetzt Mario bekommen, mit dem klappt es auf alle Fälle auch. Einfach im Rhythmus bleiben und dann passt das. Und... Okay. Gut. Achso, lol. Ach man, ich dachte, das wäre jetzt der erste Grünstern gewesen, aber doch nicht. Okay, das ist etwas gemein. Nee, der erste Grünstern ist eigentlich so ziemlich an derselben Position wie beim Original-Level. Nur auf einem Block platziert. Nee, ich dachte... Oh Gott. Ja, ohne Tanuki wärst du ja aufgeschmissen, eindeutig. Trotzdem, ey, ja klar, an jeder Stelle hat man natürlich einen Spike hin. Nee, komm. Also so eine Stelle kannst du natürlich nicht freilassen. Das geht gar nicht. Oh nee, Mann. Wie soll man das denn timen? Gut, mit Waldsprung. Oh nee, jetzt habe ich keinen Tanuki mehr. Okay, also das ist eigentlich schon fast gleichzusetzen mit einem Game Over. Verdammt. Okay, ich bin aber sicher. Trotzdem, den... Ah, hier ist... Lol, ich habe das jetzt gesehen. Hier ist die Halbzerfahne. Und so, der ist weg. Das heißt, als nächstes kommt... Genau. Okay, der Grünstern ist mega easy. So, Leute, da bin ich wieder. Ich musste ganz kurz cutten, denn... aus irgendeinem Grund hat gerade mein PC wieder gestreikt. Sprich... Es hat angefangen zu lecken und das passt natürlich in der Aufnahme nicht ganz so rein. Ja, deswegen, ich musste kurz mal was machen und ach ja, stimmt, die Stelle gab es ja auch noch. Und jetzt abwechselnd, ne, das wird ein Spaß. Aber keine Doppelkirsche mehr, das ist gut. Ne, stattdessen wieder ein Tanuki. Okay, bevor ich den annehme, lege ich mich erstmal mit denen hier an. Weil die nerven mich. Ich muss sagen, das Level ist bisher, glaube ich, sogar einfacher als das Original. Weil, wie gesagt, Kirschen da durchzubringen, das ist deutlich schwieriger. Ja, okay, dann musst du einfach... ja, guck bitte, Alter, das klingt, das ist ja easy. Einfach nur rechtzeitig sogar springen, das reicht komplett. Okay, hier ist jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter. Und der letzte Grünstein ist natürlich... Oh mein Gott, Alter, der ist mega asozial. Nein! Okay, I'm here. Sonst noch was? Okay, hier noch ein Münzbonus. So, goldene Fahne fehlt noch. Die kriegen wir aber auch hin. Okay. Ja. Also, meine offene und ehrliche Meinung, viel einfacher als das eigentliche Original. Ich meine, ja, okay, dass es jetzt jede Sekunde switcht, das ist halt schon natürlich ein zusätzliches Hindernis, aber die Spikes waren gar nicht so schwer zu umgehen. Und vor allem, es gibt keine Doppelkirschen eben und deswegen... Ich würde sagen, das ist ein... Ja, also, sorry, aber ich finde, es ist ein bisschen zu einfach sogar für die Welt. Na gut. Und... Ach nö, das Level hatten wir doch schon. Wahnsinn auf dem Wabenweg. Also, das ist erst kürzlich gewesen, das war noch in der Sternwelt, glaube ich. Und da gibt es auch nochmal eine schwierige Version, alles klar. Na gut, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit, denn zuerst gehen wir in Weltblume-9. Gumba-Stress am Tropenstrand. Ich sag ja, Stress, Panik, Hektik. Gut, 100 Sekunden, damit kann ich leben. Och, und schön am... Ja, schön am Sonnenuntergang, aber die Musik passt überhaupt nicht. Warum hat man die Bowser-Musik hier genommen? Alles klar, okay, so hektisch kann es eigentlich gar nicht sein.
Aber ich glaube, ich weiß schon. Oh ne, okay, ich brauche hier auf alle Fälle eine Brustblume. Ich schaue mir das Level kurz mal ein bisschen an. Aber ich habe so einen Plan, glaube ich, in welche Richtung das geht. Okay, das war noch nichts. Hey, wo soll ich denn jetzt eine Brustblume herkriegen, so schnell? Okay, hat sich erledigt, die Frage. Ich sage jetzt mal Grünschirn. Jupp, so ist es auch. Der erste. Ich habe noch nicht gesehen, wie genau wir in dem Level vorgehen müssen. Also in die Richtung... Okay, das ist blöd. Nee, 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 warte, ich muss hier raus. Ha, hier wäre ein Bumerang relativ nice. Oder klatscht euch gegenseitig. Das geht natürlich auch so. Der ist weg. Geh weg da, geh weg da. Ey, wie weit ist denn da oben, der Kollege? Da ist er. Okay, hab ihn. Da hinten ist aber auch noch einer. Ich habe nur 30 Sekunden, verdammt. Ey, wie schnell ist die Zeit jetzt vergangen, bitte? Ah, okay, hier ist die Box. Ich habe da unten irgendwas gesehen. Ja, eine Zeituhr. Wow. Bringt natürlich relativ viel. Aber ansonsten... Hier ist nix. Hier ist ein Grünstern. Okay, und da oben würde ich Bomben brauchen. Ja, okay, ich gehe auf alle Fälle... Ach, da ist ein Bumerang. Aber ich gehe jetzt erstmal leider down, denn... Der eine hat mir jetzt relativ viel Zeit gekostet. Das ist der dritte. Ja, der andere kann nur da hinten sein. Wo soll er denn sonst sein? Aber trotzdem, wie kann ich das auslösen? Ach, da unten wären auch... Sekunden gewesen. Oh. Muss ich irgendwo Bomben drin geben, oder vielleicht? Lol, hier gibt es allgemein viele Items. Das geht nicht. Das geht auch nicht? Nee. Okay, es muss irgendwo eine Bombe geben, anders geht's nicht. Aber wo soll ich die denn herbekommen? Habe ich irgendwo... Ach so, die Kanonenkugeln! Die gab's doch hier. Ja, okay, gut, dann weiß ich wie. Ach, die braucht... Okay, die braucht man natürlich auch hier, aber... Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, aber... Das hilft schon mal ungemein weiter. Wartet, ich muss noch kurz... Ich muss die, glaube ich, voll aufladen, oder? Hä? Warte, was? Ich schneide gerade gar nichts. Wenn es das auch nicht ist, was denn sonst? Achso, wenn ich neu starte, muss ich jetzt alles neu holen, oder? Ach Gott, damn, jetzt habe ich ihn vertan. Oder da drin ist gar nichts, sondern das ist einfach nur Ablenkung. Okay, gut, es ist. Es ist Letzteres. Da drin wird gar nichts sein. Ach so, der wollte mich einfach nur verwirren, das Spiel. Ja, danke dafür. Aber, jetzt weiß ich Bescheid. Trotzdem, ich glaube, ich muss trotzdem alle Gegner klatschen, ansonsten... ...wird das nix. Scheiße. Oh ne, jetzt habe ich... Okay, ich kann nochmal neu starten. Auch wenn das Level klein ist, aber trotzdem, es ist echt nicht zu unterschätzen. Achso, ne, das brauche ich nicht. Ich nehme jetzt erstmal den Bumerang. Also, dass ich den Kerl überhaupt ausschalten kann. Alter, das gibt's doch nicht, ey, wie belastend ist das denn? Ja gut, dann Planänderung, wir nehmen zuerst alle Grünsterne in Kauf und dann machen wir den Rest. Okay, das haben wir. Stimmt, mit dem Teil würde es eigentlich auch leichter gehen, aber das will ich jetzt nicht. Vor allem, bevor ich mich selber ins Haus schieße, das geht ja da hinten, glaube ich. Jo, das will ich lieber nicht riskieren. So, den haben wir und der andere, der war irgendwo in der Ecke.
da unten, glaube ich. Genau. Hier gab es eine Katzenglocke. Einfach ausweichen. Das wird so mega knapp werden. Aber von hier trifft er mich nicht. Ja, nice, okay. Achso, das war... Nee, das war noch nicht der ganze Turm. Schnell, schnell, schnell. Der ist weg. Und der... Nein! Okay, jetzt. Im Original gab es eine Plessy-Passage. Bitte nicht. Nee, diesmal nicht. Ich wollte gerade sagen. Das wäre jetzt nochmal episch gewesen. Nochmal Plessy oder sowas. Gut, aber wir haben's. Und wir sind auch noch relativ gut in der Zeit. Also das dritte Level geht heute noch. Hätte schon fast befürchtet, dass sich das eventuell nicht mehr ausgeht, aber ne. Wisst ihr, man rechnet natürlich immer wieder, dass man bei dem Level vielleicht etwas länger hängen bleibt, so wie ich bei dem einen da mit dem Sumpf. Falls ihr wissen wollt, was da passiert ist, einfach zwei Folgen davor gucken. Da bin ich eventuell ein bisschen geraged. So, Wahnsinn auf dem Wabenweg. Stimmt, das Wort Wahnsinn hatten wir noch nicht. Und da spielen wir mit Toad. Und zwar diesmal sogar mit Tagfeeling. Und wenn, wenn der Bumerang tatsächlich hier das Hauptitem ist, dann sollte ich den auf alle Fälle aufbewahren. Das kann nur heißen, dass ich irgendwo höchstwahrscheinlich den Bumerang einsetzen muss, weil ich sonst ein gewisses Ding nicht kriege. Mhm. Schreiten wir zur Tat? Genau das war gemeint damit. Ach man, das mit den Eisflächen, das ist mega gemein. Lava, aber mindestens genauso. Aber das kriegen wir hin. Ich klatsche trotzdem sicherweise alle Gegner, aber es geht. Hilfe, 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 Hilfe. Jo, bestimmt. Okay, ich hab's geschafft. Ne, ne Kirsche! Warte, die muss ich holen, die muss ich holen, die muss ich holen, dringend. Ich würde sagen, jetzt ist auf alle Fälle der Bumerang an vorderster Front. Hier kriege ich einen 9, sollte ich ihn verlieren. Nein! Mein Kirschtyp ist weg. Es ist schön, wenn das auch so viele Münzen bringt und so weiter und so fort, aber trotzdem. Oh nee, 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 nee. Ich weiß, wie das ausgeht. Nicht ohne Grund habe ich eine Kirsche hier drin, komm. Also ich glaube, der letzte Grünstein ist leider lost. Ich bin ruhig, ich bin ruhig. Ja, das haben wir. Ne, da hinten ist er. Ach so. Ja gut, gut, dann ist easy. So. Okay, warten, 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 warten. Nicht voreilig sein. Genau wegen sowas da vorne. Okay, jetzt kann ich. Habe so eine Vermutung. Wahrscheinlich alle klatschen, nicht wahr? Ansonsten, genau, taucht das Teil hier nicht auf. Nicht wie, dass ich eine Tür suche, die es gar nicht gibt. Das wäre... Ja, bestimmt! Okay, goldene Fahne verkackt. Ja, gut, kann... Nee, warte. Warte, das können wir noch hinkriegen. Warte, wie mache ich denn das? Das könnte ich probieren. Ich muss doch irgendwie... Ach Mann. Ja! Verdammt. Ja gut, okay, dann halt nicht. Ich hätte es probiert, dass ich vielleicht irgendwie dann hochkomme für die goldene Fahne. Na passt. Vom Zeitlichen her sind wir mittlerweile relativ gut dabei. Jetzt muss ich trotzdem gucken, wie viele Level stehen jetzt eigentlich noch aus. Och nö, was ist das denn?
zwei Stück. Schleicherei auf der Stachelbrücke. Warte, wie sieht es zeitlich gesehen aus? Ja gut, wir haben genug Zeit. Ich kann jetzt nicht schon die Folge beenden, das geht nicht. Das heißt, beim nächsten Mal haben wir ein Level zu spielen. Aufgrund, dass es aber das letzte ist, vermute ich mal, dass es da wahrscheinlich relativ großen Abfuck geben wird. Oh nee. Ich verstehe. Ich verstehe. Es geht einzig und allein um diese verdammte Laterne. Um diese verdammte Lampe. Und jedes Mal, wenn ich da reinlaufe, dann löse ich so ein Teil aus. Das ist mega fies. Hab's. Da bin ich schon gespannt, wie asozial man die Grünsterne verstecken wird. Da oben ist nämlich einer. Oh mein Gott! Nicht zu voreilig. Ist das der erste noch? Ja, ist es. Ich meine, theoretisch könnte ich auch was an... Verdammt, hat sich erledigt. Ich wollte gerade sagen, eventuell könnte ich auch einfach mich so als dieser Stachelstatue machen. Mit der... Ich weiß gar nicht, reagiert das Bowser-Teil eigentlich auf mich als Statue? Also wenn ich diese goldene Statue bin? Mit der Katzenglocke? Wenn nicht, dann wäre es natürlich eine absolut geile Geschichte. Okay, bin durch. Halbzeit. Ja, bestimmt, Alter. Übertreibt halt komplett. Und der Grünstern ist auch richtig mies. Ich hätte einen Plan. Vielleicht krieg ich den noch so. Ne. Rüber da. Fuck, ich glaube, ich bin... Ja, ich bin down. Okay, egal. Aber ich habe trotzdem... den Stern damit. Und die Katzenglocke ist sowieso wieder in Reichweite, ganz schnell. Somit hat sich eigentlich gelohnt. Allgemein ist heute das mit den Toten relativ wenig gewesen. Nee, schon wieder meine Katze. Ich wette, ich brauche die jetzt am Schluss, hundertprozentig. Was ist das denn? Hab's. Nein. Okay, ich bin da. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Das war dämlich. Das war absolut dämlich. Ich muss da runter. Okay. Nice. Hat funktioniert. Nee, jetzt muss ich wieder eine halbe Stunde warten. Bitte, beeil dich da vorne. Boah, wie schnell das geht. Ich muss auch mitlaufen im Rhythmus auch da jetzt, wenn das zurückgeht. Okay, nee, er bewegt sich automatisch mit. Ist auch physikalisch richtig an der Stelle. Und da vorne ist dann, glaube ich, schon die Zielbox. Und mega gemein, ich sehe schon den Scheinwerfer da hinten. Also der letzte Sprung ist auch wieder mit diesem Scheinwerfer. Hab's aber. Nein! Hätte ich die Katzenglocke. Dann würde ich mir das ersparen. Okay, aber das Level war ehrlich gesagt gar nicht so schwierig. Ich meine, der eine Grünstern, okay, das ist halt ein bisschen durch Tollpatschigkeit passiert, aber... Ganz ehrlich, ich hatte jetzt mit irgendwas anderem krassen gerechnet. Ich vermute mal, das allerletzte wird höchstwahrscheinlich durch... Was? Bosse im fliegenden Wechsel. Oh nein. Nein. Ich habe so eine Ahnung, worauf das hinausläuft. Ich wollte gerade sagen, es ist doch eine Bowser-Statue safe. Verdeckt, aber nee, doch nicht. Okay. Ich glaube, wir können uns warm anziehen in der nächsten Folge. Das wird wahrscheinlich drei Grünsterne natürlich auch noch zu holen. Ich glaube, das könnte mega hart werden. Somit bin ich sogar froh, dass ich jetzt noch das Level hier gespielt habe. Somit erspare ich mir einige Strapazen im nächsten Part. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.